Der Deutsche Entwicklungsdienst ist einer der führenden Personalentsenderorganisationen für Entwicklungshelfer in Europa. In Südafrika ist der DED seit 1996 vertreten. Derzeit arbeiten rund 40 Fachkräfte in verschiedenen Projekten. Koordiniert werden die Aktivitäten im Regionalbüro in Pretoria, das auch für Lesotho zuständig ist. Auf der Grundlage von Regierungsvereinbarungen arbeitet der DED in den Bereichen Kommunalverwaltung, Berufsbildung, Stärkung der Zivilgesellschaft, HIV/AIDS und erneuerbare Energien. Zusätzlich unterstützt der DED das weltweit Freiwilligenprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der DED berät 10 Kommunen bei Verwaltungsreformen. Hier sind auch die meisten DED-Fachkräfte im Einsatz. Der DED berät darüber hinaus auch Hochschulmedien. Die Beratung dient der Stärkung der südafrikanischen Zivilgesellschaft. Im Schwerpunkt berufliche Bildung berät der DED 4 Berufscolleges in der Provinz Ostkap bei der Organisationsentwicklung. Der DED unterstützt Südafrika im Kampf gegen AIDS. DED-Fachkräfte betreuen beispielsweise Jugendzentren im ganzen Land bei AIDS-Aufklärungskampagnen. Das Büro in Pretoria koordiniert zudem den Aufbau eines Netzwerkes für HIV-AIDS-Arbeitsplatzprogramme im gesamten südlichen Afrika. Und wir wissen, dass es noch wichtiger ist, als die Folgen der AIDS-Pandemie zu bekämpfen, dass es noch wichtiger ist, Neuansteckung zu vermeiden. Wie macht man das? Wie verändert man Verhalten? Will die Zielgruppe überhaupt mit uns reden? Der DED ist die größte Organisation, die weltweit Freiwillige nach Südafrika schickt. Mit dem DED können junge Erwachsene zwischen 18 und 23 Jahren Praxiserfahrung im Ausland sammeln und andere Kulturen kennenlernen. Klimawandel und Energieeffizienz sind auch Themen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. In Südafrika wird der DED in Zukunft verstärkt Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien unterstützen.